Wir sehen heute eine massive Rallye an den Aktienmärkten. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist optimistische Aussagen von Donald Trump, die sich auf die geringeren Zahl der Neuinfizierten in New York und auch der Neuverstorbenen in New York beziehen. Das zweite ist, was noch verstärkend hinzukommt, das ist die Short-Positionierung. Viele haben sich vor dem Wochenende nochmal short gestellt in Erwartung, in Befürchtung, dass da wieder Horrormeldungen kommen jetzt am Wochenende. Dann kam es nicht dazu, sondern es kamen diese Meldungen und es ging nach oben. Aber ist das jetzt die Trendwende oder ist das eher eine Fake News Rally, eine Rally, die doch eine nicht wirklich tragfähige Basis hat, nämlich diese geringen Zahlen an Infizierten und Toten? Das wollen wir uns mal anschauen. Wir haben zunächst mal ja diesen Tweet, ich sehe Licht am Ende des Tunnels, von Donald Trump, als er das sagte. Da ging es mit den asiatischen Märkten nach oben, da hausierten die US-Futures, dann sagte er auch noch USA strong, das sagen manche, sei ein bisschen unterkomplex, aber sei es drum. Jedenfalls wollen wir uns mal anschauen, ob das wirklich so verlässlich ist, diese Zahlen, die jetzt aus New York vor allem kamen am Wochenende, gilt aber auch für Italien und Spanien. Hier sagt zum Beispiel Dr. Andrea Feigl, zunächst mal wurden die Daten in New York urzeitmäßig früher erhoben als sonst. Das heißt, da sind viele wahrscheinlich noch gar nicht erfasst gewesen. Das ist das eine. Und dann eben auch sind viele offenkundig, und das ist das größere Problem, auch zu Hause verstorben. Das passiert am Wochenende häufiger als in Kliniken. Normalerweise sterben in New York City 20 bis 25 Leute, versterben zu Hause. Jetzt in der Pandemie in New York sind es 200 bis 215, und die sind nicht erfasst worden, sodass insgesamt wohl mindestens 200, 300, 400 Leute wohl mehr gestorben sind, was aber in der Statistik nicht wirklich vorkommt. Wie läuft das mit den Erfassungsmethoden eigentlich am Wochenende? Grundsätzlich ist es zum Beispiel in Deutschland so, dass ein Arzt, ob Facharzt oder niedergelassener Arzt, die Proben in ein Labor schickt. Dieses Labor wertet diese Proben aus, schickt es zurück an den Arzt und an das Gesundheitsamt. Jetzt ist aber der Fall wahrscheinlich, beziehungsweise es ist so, wie ich aus familiären Kontexten weiß, dass viele Labore, wenn überhaupt, jetzt nur mit eingeschränkter Power am Wochenende arbeiten. Bei den Gesundheitsämtern gilt das Gleiche. Das heißt, da wird vieles gar nicht gemeldet. Wichtig ist daher, wie sozusagen die Zahlen unter der Woche rauskommen. Und da ist eben noch nicht klar, wie diese ganze Geschichte ausfallen wird. Also hier, das ist zunächst mal jetzt der Punkt, warum es möglicherweise ein bisschen übertrieben, ein bisschen früh ist zu sagen, naja, wir haben jetzt das Schlimmste schon überstanden, das sind ja gute Nachrichten. Wir werden sehen, ob das wirklich der Fall ist und wie es der Fall ist. Dazu kommt jetzt, dass auch Schweden zum Beispiel seinen Sonderweg aufgegeben hat, da hat man ja Kinder in Schule und Kitas geschickt. Jetzt hat sich die Opposition mit der Regierung zusammengesetzt. Man steuert total um. Man bereitet jetzt Ähnliches vor, wie es in anderen europäischen Ländern, wie es zum Beispiel in Deutschland ist. Das soll jetzt umgesetzt werden, weil eben immer mehr Leute infiziert sind, weil auch die Todesrate steigt. Das ist also jetzt das große Thema, dass eigentlich der Hoffnungsversuch, dass ein Land es anders macht und dabei auch erfolgreich ist, dass dieser Versuch eigentlich gescheitert ist, ist keine gute Nachricht nach meiner Auffassung. Gute Nachrichten gab es aber heute für einige Firmen und Solo-Unternehmer, denn es ist so, Scholz und Altmaier haben sich heute hingestellt und gesagt, ja, die KfW-Kredite, die werden jetzt zu 100% vom Staat abgesichert. Vorher war es ja so, die Banken haben 10 bis 20%, je nach Größe der Firma, an Kreditrisiko übernommen, sodass sich die Banken das eben auch sehr genau angeschaut haben, was sie da für ein Risiko übernehmen. Jetzt fällt das weg. Jetzt übernimmt der Staat 100% Haftung, wie wir hier bei Finanzmarktwelt gezeigt haben. Aber, es gibt ein kleines Aber, das Kriterium ist jetzt die Vergangenheit. Wer also vor Ausbruch der Corona-Krise einigermaßen gesund war als Unternehmen, der kriegt diese Kredite. Man will als Staat, so sagte Scholz, eben weitgehend versuchen, möglichst viele Kredite auch wieder reinzuholen. Und ein Kriterium ist, wer zum Beispiel schon 2019 gute Umsätze hatte, Gewinn gemacht hat. All diese Dinge sind sozusagen relevant jetzt für die Frage, wer dann diese Kredite bekommt. Aber das war sozusagen das Nadelöhr. Der Bankensektor, die hatten schon viele, viele Menschen, viele Mitarbeiter, Bankenmitarbeiter bereitgestellt, um diese Kreditprüfungen zu machen. Man konnte das gar nicht in dieser Ausführlichkeit, wie das sonst passiert ist, machen, weil einfach die Flut zu groß war. Jedenfalls ist das der Versuch, der wahrscheinlich einigermaßen vernünftige Versuch,
der Bundesregierung hier die Kuh vom Eis zu holen oder dass die Not ein bisschen zu mindern. Besser wäre es wahrscheinlich gewesen, indem man den Unternehmen Einkommensteuerrückerstattungen gezahlt hätte oder ähnliches. Wie auch immer, schauen wir uns mal die Lage der Amerikaner an. Wie sind die eigentlich aufgestellt? Hier sehen wir, dass 56,5% der Amerikaner im Jahr weniger als $30.000 verdienen, also deutlich weniger als $3.000 pro Monat. 10% verdienen über $100.000, aber die Masse ist doch eher schlecht aufgestellt. Wie lange können die überleben? 41% dieser Amerikaner haben keine Ersparnisse, die zumindest für 3 Monate hinreichen würden, wenn sie ihren Job verlieren. Das ist gerade in dieser Altersgruppe 30 bis 44 Jahre der Fall. Die haben dann oft Kinder. Kinder kosten Geld, wie Sie wissen. Dementsprechend wird es für sie schwieriger. Jetzt zeigt sich, dass ein Drittel aller Amerikaner, aller amerikanischen Haushalte genauer gesagt, die haben ihr Einkommen verloren oder Teile des Einkommens oder sie haben ganz ihren Job verloren. Das sind natürlich horrende Zahlen, die wir dann am Donnerstag wieder in den Arbeitsmarktstatistiken sehen werden bei den Erstanträgen auch für Arbeitslosenhilfe. Inzwischen gibt es Umfragen unter Experten. Wie lange, glaubt ihr, wird die Rezession dauern? Da sagen nur 3% ein einziges Quartal. 66% sagen 2 Quartale. Es gibt ja diese Diskussion zwischen U, V oder L. Ich vermute, es wird so eine Mischung zwischen U und L, aber das ist sozusagen Ansichtssache. Einige meinen, 20% wird 3 Quartale dauern, 11% sagen, es wird 4 Quartale dauern. Und das weiß auch eine Janet Yellen, die noch gesagt hatte vor nicht allzu langer Zeit, naja, wir haben jetzt die Situation, dass ich wahrscheinlich in meinen Lebzeiten niemals mehr eine Krise erleben werde. Das hat sie noch 2017 gesagt. No new financial crisis in our lifetime. Jetzt hat sie gesagt, absolutely shocking. Sie geht davon aus, dass wir bereits jetzt 12-13% Arbeitslosigkeit haben und hat ins Spiel gebracht, dass die Fed möglicherweise auch Aktien kaufen kann. Noch müsse man das nicht machen, aber der Kongress solle sich doch bitte schön mal mit dieser Frage beschäftigen. Das könnte nötig sein, denn hier sehen wir den Anleihemarkt in den USA. Hier geht es um die downgegradeten Unternehmensanleihen, also Firmen, deren Ratings runtergegradet wurde. Und die sind sehr, sehr zahlreich, nämlich von gerade noch Investment Grade auf Junk. Hier sehen wir, dass die Zahl dieser Firmen steigt. Man nennt solche Firmen auch Fallen Angels, die also Unternehmensanleihen auf den Markt geben und eine Investment-Grade-Einstufung haben. Und sie sind dann Fallen Angel, wenn sie sozusagen diese Investment-Grade-Einstufung verlieren und dann Junk-Bond-Status haben. Und das passiert jetzt massenhaft, nämlich etwa im Volumen von $150 Milliarden derzeit. Was haben wir noch? Wir sehen interessanterweise, dass die ganzen Money-Manager, also die Geldverwalter, dass die raus aus Rohstoffen sind, zum Beispiel aus Öl, aus Gold, aus Silber, aus Kupfer, was auch immer, Weizen. Wir sehen, dass in den letzten Tagen und Wochen da massiv Gelder abgezogen wurden von diesen Geldverwaltern. On the long run werden Rohstoffe, wenn das inflationäre Umfeld sich dann durchsetzen wird, sehr, sehr attraktiv sein. Das nur nebenbei. Und die Deutschen, die haben immense Sparvermögen. Das ist ja das, was sie eigentlich gegenüber den Amerikanern so viel besser aufgestellt sein lässt. Die Amerikaner leben auf Pump, überwiegend sind sie praktisch, haben wenig Fett in ihrem Körper. Naja, Fett im Körper haben sie reichlich teilweise, vor allem im mittleren Westen. Aber jetzt finanziell sind sie eben nicht so gut gepolstert, durchschnittlich. Dementsprechend könnte das für die Deutschen dann mal eine interessante Gelegenheit werden, sich richtig zu positionieren, wenn der deflationäre Schock vorbei ist und dann der inflationäre Schock kommen wird. Wir hatten, oder ich hatte heute Morgen schon gezeigt, die Deutsche Bank, die eine Analyse macht, was wird sich verändern. Das Sparvolumen der Haushalte wird sich deutlich steigern. In der Gastronomie werden die Abstände zwischen den Tischen größer, damit die Auslastung in diesen Lokalen deutlich geringer. Es wird weniger Reisetätigkeit geben, die Alten bleiben eher zu Hause. Die Zahl derjenigen, die in Supermärkte gelassen werden, wird genau begrenzt, so wie wir das ja jetzt schon derzeit erleben. Viel mehr Leute werden auch ihr eigenes Auto fahren und nicht öffentlich fahren. Im Business-Sektor, im Corporate-Sektor ist es so, dass weniger Reisen gemacht werden, Geschäftsreisen global gesehen, dass man weniger Dividenden auszahlen wird, weniger Aktienrückkäufe. Das ist jetzt derzeit schon der Fall. Und so kann man die Liste fortsetzen. Wir wollen uns noch abschließend ein paar
Charts anschauen, was wir hier sehen, das ist der Dow Jones, 22.008 Punkte, es geht nach oben. Wir sehen den DAX bei 10.063 Punkten. Wir sehen Euro-Dollar, die Charts, meine Damen und Herren, von Capital.com. Euro-Dollar bei 1,08, knapp drunter. Gold hantiert bei 1.654, ausgebrochen nach oben, große Frage. Und das amerikanische Crude Oil, das tut sich ein bisschen schwerer, jetzt bei knappe 29. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Fake Rally, Fake News Rally oder Trendwende? Diese Frage wird entschieden, wenn wir die neuen Zahlen haben. Dann wissen wir mehr. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.